Das ist die Frage. So, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, sollen wir schwimmen oder sollen wir jetzt auf diesem... Oh, wir machen einen auf Titanic. Every night in my dreams, I see you. Okay, mehr singe ich nicht. Aber wir schippern jetzt hier lang. Finde ich schön. Okay. Was passiert jetzt aber hier? Okay, wir schippern einfach irgendwo ins Nirgendwo. Halt so schönes. Wir können auch nicht lenken. Wir genießen die Fahrt. Da haben wir ein bisschen Flaschenpost. Hätte man ja vielleicht auch mal mitnehmen können. Vielleicht stehen ja da schöne Infos drin. Jetzt fehlt eine Kerze. Romantische Seefahrt, ja. Ich meine, für Entertainment ist ja jetzt auch schon gesorgt, ne? Fernseher schwimmen hier auch rum. Einfach mal einschalten. Am besten gucken wir eine Folge von Benny und Steve. Auf YouTube. Titanic-Song. Nee, Titanic ist, kriege ich nicht hin. Habe ich angestimmt, ist nicht. Ich bin nicht der Sänger. Aber würde passen mit der Tür. Wo schippern wir denn jetzt hin? Okay, der Nebel lichtet sich und es sind ganz komische Gebäude zu sehen. Finde ich gar nicht mal so toll. Sag mir bloß, dass die Gebäude auch noch umkippen. Das eine Ding hat sich doch gerade da oben bewegt. Ach, wir sind in Rom, schreibt Oma. Ja, ist doch schön. Dann sind wir in Rom. Alles ist der schiefe Turm von Pisa. Einfach alles. Okay. Aber du kommst doch. Kommst du nicht mit? Komm doch mit! Ich wollte gerade sagen. Lass mich doch nicht alleine hier. Oh, hier vorne ist noch jemand. Guck mal. Wollen wir gucken, ob wir den mitnehmen können? Als Kompagnon? Oder auch nicht? Kein Kompagnon? Ein Kompagnon. Na gut. Dann gehen wir weiter ins Häuschen. Also hier hat jemand seine Wäsche aufgehangen. In einem kaputten Fernseher. Okay. Kann man machen. Muss man nicht machen. Oh, Schneiderei. Oder was ist das? Nee, ist was ist okay, doch keine Schneiderei? Ist eher eine Bar? Kneipe? Oder ja, Kneipe. Was haben wir denn hier? Nicht an den Seilen hochklettern. Nein. Ich dachte, man könnte irgendwo hochklettern. Also an den Seilen. Okay, hier bräuchte ich deine Hilfe. Geht das? Jawohl. Nice. Ah. Okay, ich würde jetzt mal sagen, wir müssen auf den Fernseher. Uns daran hängen.
Herr, ich bin gleich da. Ich habe zwar noch keine Idee, was ich machen soll. Ach so, den Fernseher hier runterschießen. Okay, wir holen Anlauf. Ja, 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 ich bin gleich da. Ich, So. Kann ich doch bestimmt von hier? Ja. Den hier runterkippen. Und jetzt bist du... Warte mal, jetzt bist du aber noch eine Etage über mir. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Ach, wahrscheinlich hier drüber. Ah, ja, ja, ja. Dann wartest du auf der Treppe und fängst mich. Fang mich! Sehr gut. Okay. Lup. Also noch geht's ja auch vom Rätselfaktor. Merkt noch. Ich will... Kann ich dran vorbeilaufen? Und warum kommt mein Kumpel nicht mit? Oder muss ich den Fernseher ausmachen? Ich muss den Fernseher wahrscheinlich ausmachen, ne? Ich weiß nur nicht wie. Zum Einstellen des Senders L benutzen. Okay. Bin ich jetzt im Fernseher? Auch. Lol. Low Gravity. Slow Motion. Yeah. Lass mich wieder raus. Okay, wir sind wieder draußen. Okay, warum können wir das? Ah. Also wir können an jedem Actionfilm dran teilnehmen. Sehr gut. Wer wollte das nicht schon immer? So, ich muss den wahrscheinlich hier wegschieben. Schieb! Schieb, schieb. So. Jetzt können wir hier dran vorbei. Bestimmt hier durch. Ja. Gehen wir jetzt in die Schule? Ist jetzt hier Schulzeit? Guck mal, hier ist schon jemand versucht, hier ist schon jemand geflüchtet. Vielleicht sollten wir doch nochmal runterhüpfen. Wollen wir Fußball spielen? Also hast du Bock drauf? Das ist jetzt nur die Frage, wie kann ich schießen? Und wir machen ein Tor, aufgepasst! Doch nicht! Doch ist er auf der Linie! Oh Gott, ich spiele ja wie... Okay, Tor! Na gut, dann lass uns... Lass uns doch hier hochklettern. Warum? Okay, jetzt. Ich wollte gerade sagen, warum geht der jetzt nicht hoch? Das Spiel ist so niedlich gruselig, das stimmt. Okay, hat jemand einen Brand gelegt? Kann ich das nehmen? Kann ich das umschmeißen? Nein. Warum qualmt es aus dem Mülleimer?
können wir hier langlaufen. Können wir. Was finden wir denn hier alles? Warum hat der jetzt ein Glas dabei? Okay. Wir gucken erstmal. Schmeißen die Puppe erstmal hier runter. Alles so clever. Okay. Also ich weiß nur nicht, warum er jetzt eine Dose dabei hat. Unser Buddy. Na gut, wir nehmen mal vorsichtshalber auch eine mit, weil vielleicht brauchen wir ja zwei. Können wir hier durch? Geht das? Nein. Müssen wir hier eine Dose hinpacken? Kann ich auf die Dose springen? Ohne dass sie umfällt. Soll ich hier irgendwas mit dem Schild machen? Oder muss ich die Dose dagegen werfen? Warte mal. Geht das? Okay. Hä? Nun. Ich wollte gerade sagen, nun spring doch da hoch. Oh Gott, hier wurde auch jemand festgehalten. Das ist ja wie dein Kerker. Du hast auch überall hier so Dinger reingemalert. Okay, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Geh vielleicht hier so? Schuhe rausschmeißen? Das Ding hier mit Gewicht voll babbeln. Kann ich dich nehmen? Ich will den... Nimm doch den Stuhl. Schieb ihn doch darüber. Kann ich nicht. Ich kann nur drauf hüpfen. Kann ich hier rauf hüpfen? Na komm! Ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt hier drinnen leise bewegen müssen oder nicht. Weil erstmal sieht es für mich aus wie eine Schule oder ein Kindergarten oder... Ich weiß auch nicht so genau. Aber sowas in der Art, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Da ist die böse Erzieherin, würde ich sagen. Aber sie ist erstmal weg. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut.
so eine Kevin allein zu Hause Trap. Da rennt schon wieder jemand weg. Ihr müsst nicht wegrennen, ihr könnt auch hier bleiben. Bleibt doch hier. Warte mal. Die Tür ist hier offen. Ich weiß jetzt nicht, ob das okay ist. Du kleiner Wimmelbildspieler. Ich kann ihn. Nimm doch den Eimer. Nimm doch. Und. Er nimmt den Eimer nicht. Ich wollte den Eimer nehmen, damit ich den nach vorne hinpacken kann. Dann kann ich doch bestimmt. Das war knapp. Ist aber auch ganz schön böse gemacht, muss ich sagen, ne? Also, dass hier die Trap nicht dieser Balken ist, sondern dieser. Ich hab mich doch extra geduckt. Vor allem, ich muss den hier auch machen. Ansonsten komme ich da nicht hoch. So. Denn. Ich verfolge euch. Okay, was seid ihr denn für Viecher? Die haben meinen Kumpel mitgenommen. So nicht, Freunde. So nicht. Also. Okay. Okay. Ich komme hier nicht raus. Wie komme ich jetzt zu euch? Muss ich einfach weiterlaufen? Kann ich hier diesen Hammer mitnehmen? Okay. So, dann kommt mal her, Freunde. Ich hab was für euch. Und ihr für mich. Okay. Es war nicht so schön. Das werden Kopfschmerzen. Oh ja. So, hier machen wir das mal anders. Hier gehen wir einfach mal hier. Lassen wir jetzt mal hier eine kurze Runde auspendeln. Dann nehmen wir den Hammer wieder mit. Weil den Hammer, den nehme ich mit. Yes. This is my journey with the hammer. Aber ich muss ihn jetzt hier lassen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber wir müssen. Aber vielleicht kriegen wir auch einen neuen Hammer. Hier ist ein Schlüssel, den wir finden müssen. Noch rein. Was kann ich hier drinne machen? Was ist hier? Was ist hier Phase?
Okay, ich kann hier nicht hoch. Schade. Wenn die Lehrerin ihren Angriff da symbolisiert, dann bin ich Geschichte oder was? Okay, wir machen Tisch bei Tisch. Also sie sieht uns ja jetzt nicht. Dreh dich wieder um. Schreib was Schönes an die Tafel. Okay, vielleicht hätten wir noch zwei Tische nehmen können? Ich weiß es nicht. Ich wette, wenn ich jetzt zwei Tische nehmen würde, bin ich im Arsch. Wir probieren's. Nee, wir probieren's doch nicht. Ich trau ihr nicht. 0,0. Dreh dich wieder um. Komm. Let's do it. Ich gehe von aus, ich muss auch wahrscheinlich irgendwie wieder zurück hier. Ja, klar, ich muss ja zurück, weil ich muss ja den Schlüssel. Upsi. War das jetzt nicht richtig? Ist keiner da? Ist keiner da? Ei. Oh Gott. Oh Gott, wer hatte denn auch so eine Also, ich weiß ja nicht. Okay, wir haben den Schlüssel. Was macht sie? Meine Güte! Geh doch weg! Lass doch die armen Puppen ihre Hausaufgaben machen. Die ist ja creepy. Beruhig dich. Fräulein. Okay. Ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Mann. Die war aber gar nicht nett. Also so gar nicht. Aber cool. So, ich will aber immer noch meinen Kumpel treffen, sage ich schon. Eher finden anstelle von treffen. Wo haben die den jetzt hingebracht? Also eine Etage höher, ja, okay, aber
Solltest du nicht eventuell an die Tafel schreiben? Anstelle auf dem Boden? was kann ich denn jetzt hier nehmen? So, du kannst anscheinend nicht weiter als da. Finde ich gut. Ach, da ist ein Rohr. Okay, warte. Kann ich dich hierher locken? Kann ich. Einfach ins Gesicht. Ach, uff! Hallo? Ich komme hier echt durch? Doch, jetzt. So. Du hast ihn befreit. Ja, von seiner Strafe, dass er irgendwelche Sachen an die Tafel schreiben muss. Dafür bin ich bekannt. Was ist? Warum gibt's sie? Überhaupt. Sehr creepy. Als ob sie durch den Karton da durchbeißen kann. Weiß ich ja nicht. Ich bin weg. Also wirklich, sie sieht, also... Ey, das ist so... So unangenehm ist sie. Und ich bin so dämlich und springe einfach neben das Tuch. Tada! Also ungefähr. Also eigentlich ist ja nicht schwer, ne? Wir müssen halt einfach nur Fujikado, wir warten bis eine Giraffe durch ist. Nehmen jetzt hier einfach das Getränk mit. Weil wir es schön fanden. Schmeißen es kurz hier hin. Packen es vorsichtshalber, gehen wir jetzt erstmal hier rein, weil sie kommt ja jetzt gleich wieder mit ihrem Köpfchen. Oder auch nicht. Okay. Nicht nochmal hoch. Warum ist sie denn vorhin nochmal hochgekommen? Und vor allen Dingen, warum ist hier ein Aschenbecher? Kann ich den nehmen? Wer packt denn hier bitte den Aschenbecher hin? Schnell weg, bevor hier die Giraffe wieder um die Ecke kommt. Weil du nicht runterfallen hast lassen. Stimmt.
Jetzt sagt mir nicht, dass sie hier jetzt auch noch um die... nee, warum kommt... Sie verfolgt mich in der Bibliothek? Ich möchte das nicht.